Immer am ersten Samstag im September darf ein Tross von alten Motorrädern mitten durch die Fußgängerzone von Suhl fahren. Das ansässige Fahrzeugmuseum im Kongresszentrum organisiert diese eintägige Oldtimerfahrt hinauf zum Rennsteig und wieder hinunter. Der Steinweg und der Markt sind die Ausgangspunkte von den meist über 60-jährigen Viertaktern auf zwei Rädern. Auch die bei Simson in Suhl-Heinrichs gebauten legendären AWOs sind zahlreich dabei. Nach einer halben Stunde ist das Spektakel vorbei. Handybilder sind zuhauf gemacht, der starke Benzingeruch hat sich verzogen und der Steinweg gehört wieder den Fußgängern, so wie an den 365 Tagen zuvor. Der Steinweg beginnt am Markt und endet an der Kreuzkirche. Auf nur 200 Metern kann man beim aufmerksamen Hinschauen pure Suhler Geschichte erleben, verdichtet auf 39 Hausnummern. Der Waffenschmied auf dem Markt ist das eigentliche Wahrzeichen der Stadt. Er verkörpert symbolisch den Bergbau, das Schmiedehandwerk und die Waffenkunst. In der rechten Hand hält er den Schmiedehammer und in der linken einen Degen. Am Standort einer ehemaligen Viehtränke wurde 1903 das achteckige Brunnenbecken mit dem Pyramidensockel und der Statue errichtet. Die vier Sockelseiten zeigen unter anderem das Henneberger, das Preußische und das Sula-Wappen. 1985 wurde der Waffenschmied von seinem Sockel heruntergeholt. Nach über 80 Jahren musste die Figur der Witterung Tribut zollen. Ein halbes Jahr später wurde eine originalgetreue Kopie aufgestellt. Der 1996 restaurierte Originalwaffenschmied steht heute wettergeschützt im Foyer des neuen Rathauses. Mit einem Seitenblick nach rechts kann der Waffenschmied auf das Rote Rathaus blicken. Ursprünglich 1493 errichtet und durch mehrere Brände zerstört, wurde 1590 das Vorgängergebäude errichtet. Das heutige Rathaus erstrahlt seit 1913 mit seiner neobarocken Fassade. Die Inschrift "Im grünen Wald die rote Stadt, die einst erschossen Rathaus hat" erinnert an die heftigen Kämpfe des Kapp-Putsches im März 1920. Das Zitat des Suhler Rektors Karl Mund wurde 1967 am Rathaus angebracht. Ganz früher war der Steinweg mit Steinpflaster aus Granit oder anderen heimischen Gesteinsarten belegt. Daher auch sein Name. Mittelalterliche Handelswege führten von Franken über den Rennsteig in Richtung Erfurt mitten durch Suhl. Deshalb siedelten sich im Steinweg und in der vorgelagerten Bahnhofstraße zumeist reiche Kaufleute und Fabrikanten an. Häuser im neogotischen Stil entstanden, später kamen an den Fassaden Jugendstileinflüsse hinzu. Am Steinweg liegen auf nur 150 Meter Abstand zwei evangelische Kirchen. Die Hauptkirche St. Marien wurde zwischen 1487 und 1491 auf dem Kirchberg errichtet und ist die älteste Kirche der Stadt. Das ursprüngliche Gotteshaus wurde während des Dreißigjährigen Krieges und dem verheerenden Stadtbrand 1753 abermals zerstört. Die heutige Kirche wurde 1757 im spätbarocken Stil erbaut und hat eine Innenausstattung im Rokoko-Stil. Anfang des 18. Jahrhunderts wuchs die Einwohnerzahl schnell an. 1704 hatte die Stadt schon fast 4500 Einwohner. Die Hauptkirche wurde zu eng für die Gläubigen. Es bildete sich die neue Kreuzkirchengemeinde. Und die brauchte ein neues Gotteshaus.
Die Kreuzkirche am unteren Ende des Steinweges wurde von 1731 bis 1739 in Barockbauweise errichtet. Die Dresdner Hofkirche diente als bauliches Vorbild. In den 60er und 70er Jahren wuchs Suhl als Bezirksstadt stark an. Innerhalb von 20 Jahren stieg die Einwohnerzahl von 25.000 auf knapp 45.000 an. Gerade die Innenstadt platzte aus allen Nähten, räumlich begrenzt durch den Domberg, dem Flüsschen Hasel und dem Döllberg. Die neuen Wohngebiete eroberten die Berghänge. Zwischen 1966 und 1969 fand deshalb auf Beschluss der DDR-Regierung in Berlin eine städtebauliche Umgestaltung im großen Stile in der kleinsten Bezirksstadt statt. Suhl war die Lieblingsstadt von Staatschef Walter Ulbricht, deshalb spielte Geld vorerst keine Rolle. Alte, völlig marode Bausubstanz wurde radikal abgerissen. Zeitgleich entstanden moderne sozialistische Bauten. Die Architekten gaben ihr Bestes in der grünen Stadt. In der Innenstadt entstanden ein großzügiger Wohnkomplex mit 4 Hochhäusern und die Stadthalle der Freundschaft. Ein Beispiel der modernen Bauweise ist das Zentrum Warenhaus direkt am Steinweg. Das Gebäude mit 3 Verkaufsetagen, einem Dachkindergarten mit Planschbecken sowie dem Dachgartencafé wurde 1969 eingeweiht. Die Aluminiumfassade in Wabenform entstammt der Idee des Metallgestalters Fritz Kühn. Die Fächertreppe seitlich des Gebäudes entstand durch Waldo Dörsch. Ungefähr auf der Hälfte des Steinweges zwischen Feinkost-Niebling und Uhrensteigleder steht etwas versteckt unter kleinen Ahornbäumen auf einem Steinsockel ein kleiner Mann mit Aktentasche. Ungefähr nur 1 Meter groß. Die Bronzeplastik des Bildhauers Jürgen Konrad stellt den legendären Zete-Fritz dar. Der Hausarzt, welcher laut Überlieferung manche Wehwehchen teilweise auch mit einem guten Mutterwitz heilen konnte, gilt als Suhler Original. Trotz des massiven Abrisses der Innenstadt blieb der Steinweg baulich fast unverändert erhalten. Nicht ohne Grund, denn die meisten Wohn- und Geschäftshäuser sind Kulturdenkmale. Anfang der 70er Jahre war der Steinweg immer noch eine stark befahrene Durchgangsstraße. Da wurde es recht eng zwischen den Lieferwagen, Autos und den Leuten, die einkaufen wollten. Eine teilweise 4-spurige Schnellstraße vom Bahnhof bis nach Zellamelis. Durch diese Verlagerung des Durchgangsverkehrs konnte der Steinweg 1966 zur Fußgängerzone umgestaltet werden. Ein Glücksfall für die eigentlich überdimensionierte Kleinstadt. Auf nur wenig Raum konnten so viele kunstvolle Kleinode entstehen. Und da war auch noch Platz für den Bau von Brunnen. An der Stelle des heutigen Diana-Brunnens waren vorher bereits 2 weitere Wasserspiele aufgestellt. Der Pusteblumenbrunnen und später der Tellerbrunnen luden den Suhler und seine Gäste zum Verweilen ein. Der Diana-Brunnen wurde 1984 an der Stelle vom Künstler Waldo Dörsch als Figurengruppe Diana auf der Jagd erbaut. Die dargestellte wilde Jagd zeigt die Jagdgöttin Diana auf dem Pferde. Mit Pfeil und Bogen verfolgt sie fliehende Suhler Wildschweine.
Ein Wasserspiel vergangener Tage im Steinweg waren die Wasserkaskaden. Diese befanden sich am Anfang der Stadelstraße, wo heute das Denkmal des Volksarztes Fritz C. zu finden ist. Im Zuge der Rekonstruktion des Steinweges wurde der Vogel oder auch Wachtelbrunnen genannt errichtet. Dieser im barocken Grundriss erbaute Zierbrunnen ist direkt vor dem Eingang der Kreuzkirche zu finden. Das war unser aufmerksamer Blick auf 200 Meter Steinweg in Suhl. Immer nach links und rechts gerichtet und auch optimistisch nach oben. Unser letzter Blick soll deshalb auch am Schluss des Steinweges nach ganz oben gehen, auf die Wetterfahne der Kreuzkirche. Hauptsächlich durch Westwind blickt der Adler meist nach Osten. Nicht ohne Grund. Der damalige Suhler Landesherr war Kurfürst Friedrich August I., der auch der König der Polen war. Deshalb der polnische Adler auf der Kreuzkirche. Von der Kreuzkirche geht zum Schluss noch einmal der Blick auf den Steinweg in nördlicher Richtung. Der Suhler Steinweg ist die vielleicht kürzeste Boulevardstraße Deutschlands, nur 200 Meter lang. Ein Superlativ im Kleinen.